Kann man nicht reinpacken. Guck mal, das passt sogar. Zap. Tschüss, Elanchen. Bye, bye. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute mit der ganzen Chaotentruppe. Ili, der Frechdachs, räumt jetzt immer hier unsere Schränke aus. Jedenfalls hatte ich gesagt, dass heute gibt es einen Vlog von uns. Ich bin schon ganz verwirrt. Und zwar fahren wir zu meiner Family. Wir freuen uns auch schon richtig. Der arme Danny muss aber wieder zurück, weil er arbeitet das komplette Wochenende durch. Bist du traurig, Schatz? Schatz? Ich kann keinen. Bist du traurig? Nee, ehrlich gesagt, ja, ich glaube, boah, Danny, er freut sich schon richtig, dass er hier dann schön chillen kann, ne? Egal, ich bin bei Mutti, werde dort verwöhnt, bekomme leckeres Essen. Wir gehen auch meinen Bruder besuchen. Ich habe meine Nichten schon so lange nicht gesehen und ja, ich muss auf jeden Fall jetzt noch die Sachen einpacken. Und ich sag's euch, ich meine, mit einem Kind ist ja schon echt übel, aber mit zwei Kindern, naja, die machen ja alle wieder Quatsch. Eli! Nein! Ich muss die Dinger da dran tun. Also ich habe sogar extra schon so Sicherungen gekauft. Ich habe das aber jetzt nur geschafft, hier schon dran zu tun. Danny, du hast eine Aufgabe fürs Wochenende. Ja, die Sicherung an. Genau. Boah, Ilia, du Frechdachs. Guck ihn euch an, ey. Danny übt schon fleißig Laufen mit ihm. Kleiner Tütti-Bär. So, Danny, du musst unseren Koffer hochholen, bitte, Schatz. Okidoki. Und da muss ich die Sachen einpacken und ich muss Elanas Haare ein bisschen kämmen. Schatz, die sind richtig geknotet, Elanchen. Hey, Elutsch. So, das ist schon mal hier Elanas Koffer mit ihren Spielsachen drin und ihrer Kuscheldecke. Danny. Ich mach die ganze Zeit nur Faxen. Und ja, hier ist unser Koffer, wo jetzt alles reinkommt. Das sind einmal meine Sachen. Ich habe schon komplett alles vorbereitet. Oh Gott, sorry, Chaos hier. Ich habe jetzt alles hier eingepackt. Das hat auch zum Glück gepasst. Und muss ich noch was machen? Oh, ich sag's euch, mein Kopf, Leute. Ich zeige euch mal ganz fix mein Outfit of the Day. Sommerlich, bequem. Es ist so heiß, wirklich. Es sind Minimum 35 Grad gerade draußen. Das ist einfach zu krass. Die Haare habe ich jetzt einfach so offen gelassen, aber ich glaube, ich mache mir sowieso gleich einen Zopf, weil es einfach viel zu heiß ist. Ili, ey, ich schwöre, wieso brüllt er denn die ganze Zeit hier so rum? Weil wir spielen. Eluti, wo bist du? Du kleiner Schreibär. Danny entertaint die Kinder. Kopfball. Ja, aber nicht so. Also man könnte echt meinen, wir fliegen für eine Woche in den Urlaub. Dabei sind es genau zwei Nächte. Naja, was soll's, ne? Ich habe endlich alles eingepackt. Ich habe gerade auch noch Schwimmsachen für die Kinder rausgesucht, weil mein Bruder hat einen Garten mit einem Kinderpool. Und genau, ich habe jetzt noch Schwimmsachen rausgesucht, damit die dann da auch planschen können. Ja, wenn es zeitlich passt, wollte ich mich am Sonntag auch noch mit einer Freundin treffen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber ich habe meine Freunde überwiegend noch im Sauerland, da wo meine Eltern wohnen. Da bin ich ja auch geboren und aufgewachsen. Ich meine, ich habe jetzt hier in Köln auch schon Anschluss gefunden und die ein oder andere Mama getroffen, beziehungsweise kennengelernt. Aber ich finde das generell immer etwas schwierig, Mütter kennenzulernen, mit denen man dann auch, sage ich mal, direkt so auf einer Wellenlänge ist. Warum ich das Ganze anspreche, und zwar wollte ich euch eine richtig tolle App vorstellen. Es geht um Momswipe und wie der Name schon sagt, ist diese App extra für uns Muttis und auch für die Schwangeren da draußen. Ich wollte euch gerne mal erklären, ja, worum es genau geht und wie das Ganze funktioniert. Momswipe wurde erst seit kurzem gestartet und die Idee dahinter ist einfach, dass man gleichgesinnte Mütter ganz leicht findet, ja, mit denen man dann auch auf einer Wellenlänge ist. Ich meine, wir alle kennen das, gerade in Foren oder auch auf Social-Media-Plattformen, ja, kommt es oft zu unnötigen Streitigkeiten, weil man nicht einer Meinung ist. Das ist auch ganz normal, dass jede Mama ihre eigene Erziehungsmethode hat oder ihre eigene Meinung zu einem Thema hat und dem Ganzen möchte Momswipe einfach entgegenwirken.
Das Ganze funktioniert so, ihr könnt euch die App kostenlos herunterladen und dann legt ihr euch ein Profil an mit eurem Namen, mit dem Alter, wie viele Kinder ihr habt. Dann könnt ihr zum Beispiel auswählen, seid ihr pro Impfung oder dagegen, gebt ihr die Flasche oder stillt ihr oder macht ihr beides, schlafen eure Kinder im eigenen Bett oder habt ihr ein Familienbett. Dann gibt es auch noch eine Suchfunktion, wo ihr zum Beispiel auswählen könnt, ich möchte gerne Mamas im Alter von 20 bis 40 kennenlernen oder ich möchte Mamas kennenlernen, die Kinder im selben Alter haben wie meine eigenen Kinder. Und dann werden euch wirklich nur die Mamas angezeigt, die auch zu euch passen. Ihr könnt dann die Mama, die euch angezeigt wird, entweder wegswipen oder matchen. Falls ihr euch gegenseitig dann matcht, ja, kann man dann sich Nachrichten schreiben, sich connecten, gegebenenfalls, wenn man sich wirklich so gut versteht, kann man sich dann auch persönlich kennenlernen. Ich finde diese App wirklich, ich feiere das einfach so extrem. Das ist ja so ein bisschen eine Dating-App für uns Muttis. Ich finde auch gerade, wenn man umzieht oder Anschluss finden möchte, ist diese App richtig toll. Und es ist natürlich schön, je mehr Mamis da mitmachen, desto lustiger wird's. Ich werde euch die Website von Momswipe und auch die Instagram-Seite unten in der Infobox verlinken. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Dann könnt ihr euch das Ganze mal ansehen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch da auch anmeldet. Ich bin übrigens auch da angemeldet und ich freue mich schon, die ein oder andere Mutti kennenzulernen. Ich wollte euch die App jetzt nochmal auf meinem Handy zeigen, damit ihr euch das besser anschauen könnt. Das hier ist die App Momswipe. Das hier ist mein Profil und ihr könnt auch selbst entscheiden, was öffentlich gezeigt werden soll. Hier ist dann die Suchfunktion und hier könnt ihr dann eintragen, zum Beispiel ja, Alter der Mütter, in welchem Radius, Anzahl der Kinder, Alter der Kinder. Hier könnt ihr auch nochmal Sachen auswählen und dann geht ihr einfach auf Suchen. Und hier werden euch dann die verschiedenen Mamas angezeigt und entweder ja, könnt ihr diejenige matchen oder weiter swipen. Wir sind jetzt schon seit, ich glaube, einer Stunde unterwegs. Wir brauchen auch nicht mehr lange. Beide Kinder sind am Schlafen. Die kleinen Mäuse, die schlafen immer direkt ein im Auto, aber ist auch gut so. Und ich bin gerade echt froh, dass ich hier im Auto sitze mit Klimaanlage. Ich glaube, draußen sind keine 35 Grad. 35 Grad, ja. Nee, ernsthaft jetzt? Leute, wir haben draußen einfach mal 35 Grad. Ich meine, ich liebe die Hitze, Demi auch. Aber wenn man am Strand ist und nicht irgendwo in der City. Und gerade in Köln ist das immer echt unerträglich. Wir sind endlich angekommen. Und Eli ist jetzt auch wach, der kleine Mann. Er brabbelt die ganze Zeit vor sich her. Er ist aber noch nicht am Meckern. Obwohl bestimmt jetzt, wo ich es gesagt habe. Ilana ist auch schon wach. Elinchen. Ist sie wach? Ja, wir sind jetzt bei meiner Mutti angekommen. Hallo Mama. Hallo schön. Genau. Wir haben ja heute Opferfest. Was heißt heute? Das geht in drei Tagen. Achso, vier Tage, ja. Idee war Mbarakiba, Pirozba, Kelam und Tuch Al-Fay. Mama ist sowieso die Beste. Die hat so leckere Sachen gemacht. Wir essen jetzt auch gleich erstmal. Die Kinder sind hier direkt schon am Spielen. Die wissen, wo was ist. Ja, die wissen schon, wo die Spielzeugschublade ist. Oma, da ist versteckt. Jetzt, Ili, bist du dran. Hier, Ili. Nicht mit den Fingern, Ili. Jetzt, Ili ist dran. Hier. Hier bin ich, Sascha. Bravo, Ili. Jetzt, Elana, bist du dran. Ich muss erstmal dein Essen zeigen, Mutti. Ja, das, das riecht schon so gut. Da Meluchie, Chekri. Na, Meluchie. Das ist so lecker. Ich weiß gar nicht. Mam, Meluchie, nochmal, was war das? Meluchie. Also Mamas Reis ist sowieso unschlagbar. Sie macht das auch immer mit Hühnerbrühe. Und das hier, das nennt man Meluchie, das ist mit Hühnchenfleisch. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das im Deutschen heißt. Und Mutti hat auch Mamül gemacht. Mamül Kumba. Mamül und Kumba. Mamül Kumba, danke. Wir sind jetzt hier auf dem Balkon. Wir gönnen uns jetzt mal Kaffee und ein paar selbstgemachte Kekse.
Und es ist so schön draußen, es ist total angenehm. Ich finde den Ausblick bei meinen Eltern sowieso richtig schön. Ich finde das irgendwie sehr beruhigend. Ja, und Guti hat auf jeden Fall auch ein Händchen für Blumen. Ich ja 0,0. Mutzi. Eide Euchte. Oh, lecker. Da gibt es Rutschikel. Ja, Eide Mann, aber okay, es ist ein bisschen zu Gagana, oder? Hat er mich jedem? Dratchen, okay, Walla, das lasse ich drin, Oni. Ich schwöre, die kenne ich nicht von dir. Wono, okay, ha, wuji, was? Wono, Oni? Mit der Sönch, Roger. Dann hat er eine Chick, Oni. Ich sehe die zum ersten Mal bei meiner Mutti. Was ist denn los, Elutschirmel? Was ist denn los, Elutschi? Der kleine Mann, der ist jetzt irgendwie so in einer Phase. Er schreit gerne richtig laut. Hallo, Eleinchen. Hilfst du, Nana? Bravo, mein Schatz. Ich will das essen. Möchtest du das essen? Ja, das kannst du gleich essen, mein Schatz. Eleinchen, Bokala. Oder kann ich mal fliegen, oder? Olet. Olet. Kann ich mehr fliegen? Chira? Olet ist das. Olet, Oni. Ach so, wieso? Kühlt mir. Ach, Schatz, komm, komm. Kann ich fliegen? Der Rest der Familie ist arbeiten. Morgen fahren wir zu meinem Bruder und mein anderer Bruder Alan, der ist ja auch ausgezogen. Und mein jüngster Bruder, der studiert in Dortmund. Das heißt, Mama und Papa wohnen jetzt alleine hier. Ich glaube, für Mama ist das auch ein bisschen ja, eine Umstellung. Ne, Mutti, ich erzähle gerade, dass das ja, für dich jetzt Umstellung ist, weil alle Kinder sind jetzt raus aus dem ja, Haus. Ja, klar. Ich glaube, am liebsten würdest du, dass wir alle wieder hier einziehen. Ja, ja. Oh, nee. Mutti. Ich muss überlegen. Nein, genieß die Zeit, oh, nee. Ja, die Kinder sind jetzt im Bett. Meine Mama und ich genießen jetzt noch den restlichen Abend. Mein Papa war auch gerade kurz da, der ist aber wieder arbeiten. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss! Willkommen zu einem neuen Tag. Wir haben schon lecker gefrühstückt, wir sind jetzt auch schon komplett fertig angezogen, denn mein Bruder ist so lieb und holt uns ab. Ich glaube, er ruft jetzt auch schon an. Genau, bis gleich! Ciao, du. Ja, mein Bruder ist jetzt unterwegs. Er musste nochmal umdrehen, weil er den Kindersitz für Eleinchen vergessen hat. Wir haben nämlich ja für Elana so einen Kindersitz mit Isofix und das ist da fest im Auto integriert. Also das kann man mal nicht eben so rausnehmen. Genau deswegen sollte mein Bruder einen mitbringen, aber gut. Er ist auf jeden Fall in ein paar Minütchen da. Wir freuen uns auch schon sehr. Der Rest der Bande, der ist am Spielen. Hallöchen! Hallöchen! Hallo! Das hier ist übrigens Elanas Lieblingsspiel. Und Eli macht alles kaputt. Ja, wir haben irgendwie mit dem Wetter nicht so Glück. Es ist so ein bisschen am Regnen. Also es ist nicht kalt, aber ja, wir dachten, es ist richtig schön, dass die Kinder auch im Garten planschen können. Aber ja, wir hoffen, dass es später besser wird. So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei meinem Bruder hier angekommen. Ja, hi. Da. Hallo, den kennt ihr ja schon, meinen älteren Bruder. Ja, so ungefähr. Hier ist Julian, hallo mein Schatz. Und ich glaube, ihr kennt noch nicht unser neues Familienmitglied. Darf ich vorstellen?